Ja, wunderschönen guten Nachmittag hier aus Bruck an der Leiter. Wir sind wieder bei einem netten Gespräch. Alex, wen haben wir dabei? Wir haben heute da in Lukas Eder vom Jedermannsladen. Der hat, darf ich kurz sagen, Kreislerei aufgemacht für Regionalversorgung in die Richtung. Lukas, vielen Dank fürs Kommen heute. Ist ja beeindruckend, du wirst am Sonntag 24 Jahre alt. Gratulation schon, mein Freund. Dankeschön. Mit so jungen Jahren schon so aktiv und versuchen, ich sage, eine neue Philosophie in die Lebensmittelbranche reinzubringen. Was machst du? Was treibt dich an? Wer bist du? Ja, ich glaube, du hast mich jetzt eh schon gut vorgestellt. Wir versuchen halt, Bioprodukte eher der breiteren Masse auch beizubringen. Also nicht nur, dass es halt auch ein bisschen weg von dem Gedanken, dass Bio nur teuer sein muss. Also es gibt auch so viele Sachen, die man echt anders machen müssen. Das ist schon in die Köpfe drin, gell? Oder? Baumi, bist du ein Bio-Käufer? Ich bin grundsätzlich jemand, der sich so zwischendurch etwas zum Essen holt. Also das heißt, ich bin jetzt eher nicht der Lebensmittelverarbeiter. Natürlich achtet man darauf, Bioprodukte zu verwenden. Vielleicht ist es ein Klischee, aber grundsätzlich ist immer mein Hemmnis bei der ganzen Sache oder meine Meinung dazu, dass die Menschen gewohnt sind, dass halt alles ein bisschen bei Bio schneller zu verarbeiten ist. Ist es ein Klischee oder ist das richtig so? Ich würde schon sagen, es geht sicherlich auf den meisten Sachen ein bisschen schneller. Wir haben natürlich keine Wachsschichten auf dem Gemüse oder was auch immer oben oder bei den Kartoffeln, dass sie nicht begast werden. Das Austreiben beginnt natürlich sehr viel früher als beim Begasen selber dann von den konventionellen Kartoffeln. Aber ich glaube, wenn man wirklich mit mehr Respekt zur Sache geht und halt wirklich auch nur dann die Mengen, so wie wir es zum Beispiel auch bieten, also wirklich nicht in Kilosäcken, sondern du kannst ja nehmen das, was du brauchst, glaube, dann kommst du wirklich auch ganz gut auch über die Zeit drüber und verbrauchst nicht wirklich mehr oder musst mehr wegschmeißen. Ich würde sagen, eher umgekehrt. Was auch sehr für mich eine interessante Sache ist, ist eben die Verpackungsvarianten. Das heißt, wenn du sagst, das nehmen, was du brauchst, sich selbst das so portionieren, das macht durchaus Sinn. Denn die größte Herausforderung bei der ganzen Sache ist dieses Übermaß, die Überproduktion. Und das ist ja erschreckend, wenn man oft sieht, wie viel eigentlich entsorgt wird, weil es nicht mehr tagesaktuell verkauft werden kann. Und da sehe ich eher den Bedarf, dass man sagt, eben wie du richtig sagst, das nehmen, was man braucht, macht Sinn, als wir im Überfluss dann noch Lebensmittel kaputt werden lassen. Bevor wir jetzt in die Materie tief einsteigen, möchte ich mal ein Brösterchen sagen. Prost. Zum Prost. Wohle. Zum Wohle. Prost. Wir haben noch was von Glock Jakob heute da. Genau. Du hast jetzt dein Geschäft im Eco-Plus-Park draußen. Genau, du hattest es vorhin in der Altminerstraße. Mhm. Was hat dich bewogen, jetzt dein Eco-Plus-Park rauszugehen? Ja, am Anfang waren wir sehr froh, dass wir überhaupt einmal dort einen Standardplatz gekriegt haben, weil es war sehr schwer mit den Auflagen und alles. Aber natürlich unser Hintergrund war, wir wollten mehr Laufkundschaft, mehr Frequenz und die haben halt im Eco-Plus-Space gesehen. Wie schaut dein Sortiment in etwa aus? Was kriegt man da alles vom täglichen Bedarf? Also mittlerweile würde ich sagen, wir haben ein ziemliches Vollsortiment. Nur bei uns ist es halt nicht so, du gehst nicht wirklich rein wie in einen Supermarkt, sondern Fleisch, Fisch zum Beispiel, gibt es bei uns halt nur auf Bestellung. Eben. Es werden immer wieder ein paar Sachen liegen bleiben, die man dann so am Wochenende vielleicht ergattert. Aber wirklich jetzt so, dass man sagt, okay, ich gehe am Montag rein und kriege genau das Händel zum Beispiel, was ich brauche, das spielt es bei uns nicht. Weil du sagst, Fisch, der ist ja vom Torhof, hast du zum Beispiel ganz einen genau, verkaufen. Ja. Die Marlene und der Christian waren ja schon bei uns zu Gast. Genau. Wenn man jetzt bei dir Fleisch bestellt, wo kriegt man das her? Also wir haben zum Beispiel einen regionalen Partner mit der Firma Höllerschmidt. Die produzieren am Hadersdorf von Kamp, das ist in der Nähe von Tulln. Produzieren die und beliefern auch die gehobene Gastronomie und setzen halt wirklich auf Qualität. Also da findest du wirklich nur österreichische Dings regional. Also das ist dann, hat zwar keinen Bio-Status, ist aber wirklich von der Qualität her fast gleichzusetzen. Und dann haben sie eine Bio-Schiene auch noch dazu. Also das ist dann wirklich biozertifiziert, auch von Bio-Betrieben natürlich und
Ich finde es ja witzig, manche Leute gehen mir auf den Grüller zigtausende Euro, aber überlegen dann beim Fleisch, wo man ein paar Cent sparen kann. Okay, eine Grillschnecke, also ein Sortiment um 2,19 Euro dann wahrscheinlich haben sie es drauf. Wobei man ja die meisten Würstel ja gar nicht fürs Grillen nehmen kann. Aber, Lukas, warum diese Geschäftsidee? Woher kommst du? Was hast du für Ausbildung gemacht? Wie ist das gekommen? Ja, ich war in der Hasch in Neusiedl. Und wir haben halt, also die Tante und der Onkel haben einen großen Biobetrieb in Bruck. Und ich wollte eigentlich, also als Kind haben wir uns immer dagegen gesträubt, Cousine, ich, dass wir wirklich mitarbeiten im Betrieb und so, das war uns immer ein bisschen, sagen wir mal, zwider. Und dann nach dem Bundesheer, ich glaube, die meisten jungen Menschen wissen das, wie das so ist, sind wir halt, stehst halt da, der große, weite Arbeitsmarkt und was tust, gehst studieren, gehst arbeiten und dann nach dem Bundesheer eben war die Option, ja, gehst halt einmal in Betrieb und arbeitest ein bisschen mit, schön fürs, also ein bisschen Taschengeld aufbessern, würde ich mal sagen. Und dann würde ich sagen, bin ich einfach in der Landwirtschaft picken geblieben. Das war dann einfach, ich habe dann die ganzen Kurse nachgemacht, habe alles über die Abendschule, Aufbaulehrgänge und alles gemacht zum landwirtschaftlichen Facharbeiter. Ja, und habe mich dann immer mehr beschäftigt mit der Thematik und eben. Dann sind wir halt in den Kursen sind wir natürlich auch zu vielen Betrieben rundherum gekommen, haben uns natürlich angeschaut, wie die arbeiten. Und da bin ich halt drauf gekommen, es gibt so viele Bauern bei uns, die machen wirklich Top-Produkte, haben sie in einem Hofläden drin, aber keiner weiß es. Und auf der anderen Seite hast du auch das Problem, wenn du arbeiten bist, die meisten bei uns, würde ich sagen, jetzt mal an der Leiter, wenn wir das als Beispiel hernehmen, sind Pendler dabei, du kommst um 5, 6 am Abend vielleicht heim, dann hast du keine Zeit mehr, dass du zu jedem Hofladen fährst, der dort die Eier sammelst, dort das Fleisch zum Beispiel, Fisch eben beim Torhof, ist auch noch ein bisschen weiter weg. Und wir versuchen halt das alles in ein Geschäft zu bringen, wo du halt dann wirklich hingehst und wirklich die Qualität von den Bauern kriegst, die du dort eigentlich holst, nur auf einen gesammelten Fleck. Und das war so die erste Überlegung dahinter bei uns. Musst du da jede Woche quasi deine Runde fahren und einkaufen fahren oder bringen sie das mittlerweile zu dir? Wie rennt das in der Praxis ab? Genau, ja, das ist unterschiedlich, aber einige, also zum Beispiel die ganzen neuen Lieferanten, also da fahre ich jedes Mal selber hin, schaue mir das natürlich an, wie auch dort gearbeitet wird, aber das interessiert mich selber natürlich auch die andere Seite. Umso mehr man lernt und die Verarbeitung auch dahinter sieht, umso besser kannst du auch hinter dem Produkt stehen, was mir halt sehr, sehr wichtig ist. Ja, und also Gemüse zum Beispiel sammle ich jeden Donnerstag immer ganz frisch im Seewinkel ein. Aber einiges stellen uns natürlich jetzt auch schon zu. Wenn die Mengen passen, bringen uns natürlich auch gern schon einiges selber vorbei. Natürlich aber auch, um dann unsere Seite zu sehen, würde ich auch einmal sagen. Jetzt seit 2 Jahren bist du im Eco Plus Park oder bist du vorher schon in der Alten Wiener Straße gewesen? Genau, ja, wir waren zuerst in der Alten Wiener Straße. Wir sind erst seit Mitte November im Eco Plus draußen. Okay. Also noch nicht so lange. Da gab es ja eine Zeit lang diese Containerläden, Handschlagfood und, ja, und solche Sachen. Das war ja sehr umstritten noch wegen den Öffnungszeiten, weil da jederzeit eine war. Das ein Mitbewerb oder hat sich deine Idee zu expandieren dann ergeben, weil diese ungeregelten Öffnungszeiten dann praktisch die Tor und Tür geöffnet haben, dass du sagst, die Leute brauchen das trotzdem, man hat gesehen, das funktioniert und ich mache das jetzt weiter. Also das System war sicher sehr interessant mit den 24 Stunden, aber es war nie eigentlich für unser Thema, dass wir das auch selber so aufziehen wollen, weil uns einfach dieses Persönliche zu den Kunden gefehlt hat komplett. Weil, also ich habe es selber dann 1-2 Mal ausprobiert und wenn du das nicht öfter machst, du stehst davor, aber du kannst nicht wirklich was damit anfangen, weil natürlich regionale Preise, vielleicht auch einmal ein bisschen höher. Und ich glaube, wenn du den Kunden das einfach mitgeben kannst, warum ist es jetzt ein bisschen teurer, wer profitiert auch davon und so, ist nochmal was anderes, als wie wenn du jetzt vor Regalen stehst, eigentlich, du hast kein Gesicht dahinter und dann stehst du da und denkst, okay, das kostet, weiß ich nicht, 200% mehr, warum? Also das hat uns, also das waren, es sind, glaube ich, 2 verschiedene Philosophien und da haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass so wollen wir es nicht aufziehen. Versuch mal vielleicht ein bisschen dein Sortiment plastischer darzustellen. Wir reden jetzt von Bio, man denkt jetzt an Obst und Gemüse, aber es ist ja nicht nur das. Was ist so bei dir im Laden zu finden? Also wir haben nicht nur natürlich Obst und Gemüse, sondern bei uns findet man natürlich auch Sonnentor, weil wir liefern aus der Landwirtschaft schon seit Jahren Sonnentor. Also
wir haben wirklich die Gewürze und die Teepalette, glaube ich, mittlerweile komplett abdeckt bei uns im Laden. Also ist schon fast ein halber Sonnentor. Man kriegt Knabbersnacks, Mehle, verschiedenste Mehle, also auch die glutenfreien Sachen, Müslis, glutenfreie, nicht glutenfreie. Also auch wirklich, wir versuchen halt natürlich auch die Nischen, die ganzen Nischenmärkte zu bedienen, wo es halt wirklich sehr schwer ist, weil wenn du eine Glutenunverträglichkeit hast, das Einkaufen, das ist, was wir jetzt miterlebten schon bei einigen Kunden, das ist echt nicht leicht. Mittlerweile wird es natürlich immer besser, auch bei den großen Ketten, aber es ist immer noch so für sie jetzt nicht wirklich so interessant, würde ich jetzt einmal behaupten. Und da versucht man natürlich auch zum Helfen. Also wenn es auch irgendwelche Kundenwünsche gibt, versucht man natürlich das auch dann zum Besorgen. Also wir sind halt ein bisschen flexibler als große Ketten. Ich habe das mitgekriegt bei dieser Biomessen jetzt in Deutschland, bei den großen, als Biofach zum Beispiel. Da ist ja Bio, Fair, aber auch Vegan so ein Riesentrend. Ist Vegan bei dir jetzt auch schon ein Thema oder ist das eher so, ist eher nicht so, ist auch eine Nische, aber ist nicht so unseres? Oder wie jetzt ein Thema? Na, also wir führen auch schon viele vegane Produkte. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche erst veganen Käse aus Bodersdorf bekommen. Also wir versuchen schon sehr viel aus, aber bei uns ist das immer so ein bisschen ein Kommen und Gehen. Veganer Käse aus Bodersdorf, was ist das? Das ist, also wirklich, schaut eigentlich eins zu eins aus wie der normale Käse von uns, ist auf Sojabasis und wirklich wird dort komplett aus 100% österreichischen Produkten hergestellt, weil die meisten veganen Sachen sind auf Cashewkernbasis, natürlich jetzt nichts Heimisches bei uns, und die haben wir von vorne entwickelt und haben das mit Lupine und Soja und kommen ziemlich auf die gleiche Konsistenz und alles hin. Aber natürlich, man darf es jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Also wenn du jetzt eins zu eins das vergleichst, wird es dir nie wirklich schmecken. Weil es kommt nicht, also es kann natürlich nie ans echte Produkt wirklich so hundertprozentig rankommen. Das ist ja auch beim Tofu zum Beispiel so. Das Tofu, man gibt ja verschiedene Varianten, Tofu zubereiten, aber man muss sich halt auf diese Konsistenz einlassen. Dann genau, beginnt es ja auch zu schmecken. Wenn man es vergleicht und als Fleischersatz oder wie auch immer sieht, dann tut man es ja ein bisschen schwer, aber wenn man sich darauf einlässt, dann geht das eigentlich. Jetzt bist du nicht der Erste, der mit Lebensmitteln zu tun hat oder mit Essen zu tun hat, der bei uns hier am Tisch sitzt. Und meine verfochtene Einstellung dazu ist, dass wir mit den Unverträglichkeiten zu kämpfen haben, weil wir uns angewöhnt haben, Dinge zu essen, die von irgendwo weit herkommen und sie dann zu essen, wenn sie nicht Saison haben. Gut, jetzt hast du eher Lieferanten aus der Umgebung. Ist es auch so, dass du den Kunden Tipps gibst und vielleicht ein paar Rezeptvorschläge oder so beim Einkauf gibst, wenn jetzt gerade zum Beispiel Kraut Saison hat, was können sie mit denen am besten machen? Hat sich das irgendwie angewöhnt, dass du natürlich durch die Gespräche mit den anderen Kunden auf Ideen kommst, wie kann man das verarbeiten und ein bisschen so Tipps gibst, damit die Persönlichkeit, die du angesprochen hast, eben nicht den Abholmarkt nur zu sein, sondern einfach ein bisschen an Kontakt zum Kunden zu haben. Hat sich das da entwickelt, dass du mit den Leuten sprichst, dann die jetzt von dir kaufen, dass die erzählen, was damit machen, wie sie es verarbeiten? Kriegt man da ein bisschen was mit, ein Gespür dafür? Auf jeden Fall. Also wir versuchen es natürlich. Hundertprozentig sind wir da noch nicht in der Materie drin, aber man versucht schon eigentlich, und die immer wiederkehrenden Kunden natürlich, die kennt man natürlich dann schon und da ist man dann natürlich immer im Austausch. Und es gibt, also man kommt auch irgendwie immer selber drauf dann auf neue Sachen und so. Also der Austausch ist schon sehr wichtig und sehr interessant, muss ich sagen. Also das ist eines der schönsten Sachen im Shop. Kochst du selbst? Gerne? Hin und wieder, ja. Also aber essen tust du gerne? Weil auf jeden Fall essen tue ich sehr gern. aber das Kochen ist ja immer das Mikrowelle Thema. Zählt nicht das Kochen, gell? Nein, das geht schon ein bisschen weiter hinaus. Das so ein bisschen was schaffe ich schon, aber die Freundin kocht sehr gut. Also. Ja, genau. Zumindest auch im Haushalt, das ist wichtig. Ja, oder? Das ist wichtig. Aber was gesagt, wir haben eigentlich überraschend viel überproportional mit Essen zu tun, oder? Das mag wohl daran liegen, dass wir gerne trinken und essen. Ja. Aber das war mein Bayer Patrick und mein Bittermann Adi haben ja schon zwei Grillweltmeister da gehabt. Da könnte man ja theoretisch einmal vorbeikommen und sagen: So, Lukas, jetzt kochen wir mal was mit zwei Weltmeistern und schauen, was rauskommt. Auf jeden Fall, für sowas sind wir immer gern zu haben.
Einmal schon wieder dieses wir sehen uns ein zweites Mal Geschichte. Genau, aber du nimmst mir voraus, was ich eigentlich am Ende dieser Gesprächsstunde sagen möchte. Gewürze. Ja. Das ist ein Thema. Sonnentor. Jetzt möge man mir das verzeihen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich Sonnentor wird sehr gerne auch verschenkt, das ist eben was Spezielleres, die Tees und solche Sachen. Ich habe aber das Gefühl bei Sonnentor, dass man da, das ist trotzdem eine andere Nische oder anderer Geschmack. Oft ist es so, dass man sich auf das einlassen muss. Man ist ja so gewohnt, diesen Übermaß an Geschmack. Jetzt, wenn man, genau. Oder diese Dinge. Man muss sich, glaube ich, auch darauf einlassen und das Ganze mal ein bisschen reduzieren. Also zum Beispiel Zucker. Zucker ist also ein Thema, man glaubt immer, man isst gesund und isst ein Müsli, aber im Endeffekt ist da so viel Zucker drinnen, dass das eigentlich hier gar nicht den Sinn erfüllt, was man glaubt. Und wenn man den Zucker bewusst reduziert, dann ist auf einmal alles, was man so normal immer gegessen hat, auf einmal ursüß. Und glaubst du, oder ist es wahrscheinlich so, dass man, wenn man diese Sonnentor-Gewürze und die Tees hat, dass man eigentlich in diese Schiene hineinkommt, dass man eigentlich dieses gemäßigte Genießen einmal vorher haben muss, weil sonst hat man immer den Vergleich zu der industriegefertigten Produkte und dann schmeckt es einfach anders oder nicht so intensiv. Und das habe ich das Gefühl, um wieder den Bogen zurückzuspannen, bei Sonnentor, dass der Geschmack nicht so vorrangig da ist, sondern eher gemäßigter und man glaube erst das lernen muss, auf das zu achten. Weil sonst stempelt man schnell als Humbug ab, sagen wir so. Also auf jeden Fall ist es so, aber ich würde sagen, durch die Supermärkte und so hat sich das, glaube ich, auch alles ein bisschen verschoben, weil, also ich traue mir jetzt zum Behaupten, dass wenn wir jetzt ins Eco Plus gehen und einen kompletten Pudding zum Beispiel von Vanille hinstellen mit richtiger Vanille und den Billig-Dings, dass uns 90% von den Leuten sagen werden, die gefälscht, also der Billig-Vanille-Dings, Pudding mit den künstlichen Vanille, das so schmeckt richtige Vanille. Und natürlich, die neutrale natürlich, also die echte Vanille, die natürlich nicht so geschmacksintensiv ist und so, wenn die meisten sagen, na, das ist nicht die echte. Und so ist es natürlich auch bei den Gewürzen, würde ich sagen. Also der Geschmack von den Leuten hat sich eher ein bisschen durch diese Industrieware ein bisschen dahin entwickelt, natürlich, weil mit Geschmacksverstärker und so. Und wenn du dann ohne Geschmacksverstärker die Sachen probierst, ist natürlich nicht so intensiv, es ist nicht diese Explosion im Mund, würde ich jetzt einmal sagen, sondern du musst natürlich dich da wieder ein bisschen reinlernen und diese ganzen neuen Geschmackssachen wieder ein bisschen reinbringen. Aber ich würde sagen, wenn du das über ein paar Wochen hast, du es ziemlich schnell wieder drin und dann schmeckt es natürlich dann auch immer wieder so, wie es sein soll. Das ist ja auch, kommt auch nicht mehr darauf an, wo her die Produkte kommen. Zum Beispiel, ich habe zum ersten Mal in Thailand eigentlich zum ersten Mal so eine richtige reife Banane zum Beispiel gegessen. Das schmeckt ja auch komplett anders, als wie wir eigentlich bekommen im Supermarkt. Mhm. Oder eine Drachenfrucht oder eine reife Kiwi oder sowas in der Richtung. Das ist ja komplett was anderes, wenn man das mal richtig so isst, wie es eigentlich gehört. Genauso ist es bei Erdbeere. Bei Galileo haben wir gesehen, die haben genauso ein Beispiel gemacht, wie schmeckt Erdbeere. Ja. Und da haben die meisten eigentlich auf diesen künstlichen Geschmack, der eigentlich geschaffen worden ist, von der Industrie hingetippt. Eine spannende Materie. Und Sonnentor, was gemeint, das ist nicht so intensiv. Aber meine Erfahrung bei den Teesorten, habe ich immer gemeint, dieses Sonnentor ist jetzt nicht so intensiv, der Tee. Bis ich dann von einem klugen Mann darauf hingewiesen wurde, in dem Beutel ist nicht so viel Grammatur drin wie bei den anderen. Also wenn du zwei Beutel reingibst, ist dann schon wieder so intensiv, wie du es erwartest eigentlich. Aber das habe ich eben gemeint, dass eben diese kleinere Menge, glaube ich, auch bewusst so gewählt ist, wenn man den einfach nicht so überkantiert oder so überzogen genießt, den Tee. Unser einer, der einfach an grundsätzlich das breite Spektrum des Teegenusses vom Pfefferminztee zum Kamillentee und dann vielleicht noch einen Früchtetee gewohnt ist, würde sie zum Beispiel nicht begeistern können für einen Jasmintee oder für einen grünen Tee, den man halt so hat, weil wir sind gewohnt, dass man das bis zum Verderben ziehen lässt und dann ist ja alles, was wichtig ist, ja schon aus dem Tee heraus. Also ich glaube, da muss man sich sehr stark damit beschäftigen.
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, Tee, also wirklich den Tee so hinzubringen, dass einem wirklich der breiten Masse schmeckt, ist wahrscheinlich sowieso unmöglich. Und das ist dadurch, dass wir Menschen ja wirklich so unterschiedliche Geschmackssachen haben, würde ich sagen, das ist, kommt wirklich auf den Menschen zu Menschen Unterschied. Also ist das wirklich ein großer Unterschied. Aber natürlich, ich schätze mal, im Machen selber ist der Tee natürlich auch nochmal eine eigene Wissenschaft für sich, da wo jeder so seine Feinheiten hat. Und da schätzen wahrscheinlich jeder auch so, hat natürlich jeder so seine eigene Lieblingsfirma. Aber ich muss sagen, wir sind mit Sonnentor sehr zufrieden und natürlich Sonnentor hat auch in den letzten Jahren natürlich stark zugenommen an den ganzen, mit, also die sind auf der Bio-Schiene im Gewürz- und Teebereich in Österreich die Nummer eins und ich sehe da zurzeit keine Konkurrenz bei ihnen. Also die machen sehr viel richtig und auch von der Qualität her sind sie wirklich sehr gut unterwegs. Und auch wie oben, wie sie halt oben umgehen in der Firma selber miteinander und so. Also natürlich das, was wir mitkriegen, wie es natürlich ist, so hinter verschlossenen Türen wissen wir natürlich nicht. Aber wenn wir hier oben sind oder so, ist natürlich ist sehr familiär dort, obwohl es schon sehr, sehr groß sind. Also ist eigentlich, ich finde, ein ziemlich cooles Unternehmen in Österreich. Wie heißt die Ortschaft, wo es zu Hause sind? Spolknitz. Das ist die komplette Ortschaft. Im Besuch damals ist eine komplette Ortschaft ja quasi in Sonnentor Immobilien, sozusagen. In der Halle wird das gemacht, in der Halle wird das gemacht, in dem Haus sitzen die. Stimmt, ja. Wahrscheinlich könnten sie die Stadt etwas auf Sonnentor umbenennen. Nein, ganz spannende Materie. Du hast ja auch Jedermanns Laden. Ich muss mir gratulieren zum Namen. Also mit, wenn man Eder heißt und dann Jedermanns Laden, so ein bisschen so diese Demokratisierung der Lebensmittel, also Jedermanns Lebensmittel reinzubringen, finde ich ganz spannenden Zugang. Du hast ja auch mit Jedermanns Laden.at auch einen Online-Shop drauf. Und weiß ich nicht, ob schon spruchreif ist, ob wir schon ein bisschen darüber reden dürfen. Du arbeitest ja auch schon an einem weiteren Projekt, wo wir diese Zustellung von Lebensmitteln irgendwie weiter forcieren können. Ist das so ein Thema, was für die Zukunftsmusik ist oder wie schaut es da aus? Auf jeden Fall. Also wir sind gerade an einem großen Projekt am Arbeiten, aber wir sind noch eher am Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen werden wir sich noch gedulden müssen. Spoiler-Alarm. Müssen wir ja nicht alles verraten. Ja, man sieht sich ein zweites Mal, dann kommen wir wieder mit einem neuen Produkt und können wir wieder was vorstellen. Genau, auf jeden Fall. Dann bestellen wir es einfach, dann braucht er nicht mehr kommen. Ich habe gehört, man muss dann zubereiten und selber kochen und dann wird es eh experimentell für uns. Ja, brauchen wir eine Showküche dann weiter. Ja. Das Kaffeehaus ist da gleich drüben, eine Zuckerbäckerei ist gleich umgebaut auf eine Gastroküche. Ich mag gleich was machen. Ich habe schon ein neues Formatthema. Getränke, wie schaut es aus mit Getränke bei dir im Laden? Ja, Getränke sind wir jetzt noch nicht so stark, weil wir sind natürlich ein bisschen begrenzt. Also für die alle, die es nicht wissen, wir haben uns für ein Containersystem entschieden und sind natürlich da vom Platz her ein bisschen begrenzt. Da haben wir jetzt noch nicht wirklich viel im Getränkesektor, sind wir jetzt noch nicht so stark. Ein, zwei Weinbauern findet man bei uns schon, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen größer werden dann in der nächsten Zeit. Und hoffen, dass wir da bald dann ein bisschen aufholen können, auch auf dem Sektor. Wir haben ja alles umgestellt auf Fruchtsäfte und es war ein sehr guter Entscheid, das zu machen. Also ich bin mit den regionalen Fruchtsäften sehr zufrieden. Wäre eine Empfehlung wert. Wir haben sehr gute Fruchtsäfte gemacht, aber ihr wisst ja alle kennen mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Also Fruchtsäfte sind auch, also Fruchtsäfte haben wir schon einige und die sind natürlich auch sehr beliebt. Also nicht nur bei den Kleinen, sondern auch die Großen schätzen das schon immer mehr. Regionalität versus Bio. Was hat da für die mehr Gewicht? Ja genau, also wir haben natürlich bei uns auch, selbst beim Namen, bei der Namenswahl, wir haben jetzt nicht extra noch Bio irgendwo dazugenommen zu uns, weil wir wollen uns jetzt da nicht nur einschießen, eben rein auf Bio. Es gibt wirklich auch sehr viele regionale Bauern, die super Produkte machen, aber eben keine Bio-Zertifizierung, aus welchen Gründen auch immer haben. Vielleicht, weil es eben einen Mischbetrieb haben und einige Sachen einfach nicht gehen. Oder im Obstbau, wo die Familie Leb, die uns beliefert, und oder die Familie Windholz aus Bruck sogar, einfach, wo es sich nicht wirklich dazu stellt, dass man jetzt auf Bio umstellt, dafür, dass man vielleicht 10 Cent mehr kriegt, aber 90% von der Zeit hoffen muss, dass man wirklich die Äpfel durchbringt. Und wir wollen uns jetzt nicht nur wirklich drauf verschießen, weil ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, ich bin ein großer Bio-Befürworter, aber nur weil Bio oben steht, heißt noch lange nicht, dass es wirklich eine viel, viel bessere Qualität ist oder überhaupt eine bessere Qualität. Also man muss selbst im Bio mittlerweile, würde ich sagen, ein bisschen unterscheiden zwischen Bio und Bio, leider. Und darum ist Regionalität natürlich für uns genauso wichtig.
Bio in dem Sinn, wie du richtig sagst, das wird sicher nicht Bio gleich Bio sein. Die Regionalität ist sicherlich einmal von Vorteil, weil man ja dann auch Gegenkontrolle hat und wirklich den Betrieb kennenlernt und die Verarbeitung ja auch wichtig ist. Und es macht auch in dem Sinn keinen Sinn, wenn man dann aus der weiten Ferne Bioprodukte kauft und aber eigentlich besser den Überblick hat, wenn man den regionalen Produzenten kennt. So würde ich das eher sehen. Und ich glaube, es ist ja auch nicht jetzt da grundsätzlich wichtig, jetzt nur auf Bio zu achten, sondern die Lieferwege. Jetzt sitzen wir da in einem Büro, hinter uns fahren da noch und nöcher Autos vorbei, wo wir uns schon das Öftere darüber geärgert haben, dass da wirklich so viel Verkehr ist und ob da jeder, der einzeln allein im Auto sitzt, wirklich den Weg so machen muss oder es nicht mit dem Rad schaffen würde oder eben Fahrgemeinschaften und sonstige Themen eben schon lange Thema sind. Und wenn man sagt, ist es mir lieber, jetzt ein Bierprodukt haben, das mit dem Sattelzug aus Deutschland oder aus Holland kommt, zu kaufen, oder lieber ein Produkt, das in Bachfurt, in Ilmitz, Andau, wie auch immer, mit einem kleinen Lieferwagen nach Bruck gebracht wird. Ich glaube, da steht es mehr dafür, jetzt lieber das Produkt, das aus der Nähe kommt, zu kaufen, als wie auch die Belastung, die hat die Umwelt ja trotzdem auch belastet über die Logistik. Ja, und auch die Wertschöpfung bleibt in der Region komplett. Das natürlich auch. Auf jeden Fall, also würde man auch so unterschreiben. Ist natürlich um einiges gescheiter, wenn du wirklich nur regional, aber nur, wir müssen halt auch ganz offen und ehrlich sagen, dafür in Österreich ist leider der Bio-Landbau ist halt wirklich sehr gut. Also landwirtschaftlich sind wir wirklich gut aufgestellt im Bio, aber in der Verarbeitung hapert es halt leider noch. Also selber wir natürlich auch, wenn wir versuchen, für Kunden was aufzutreiben, manchmal kommst du leider um den deutschen Markt nicht herum. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, manche Produkte dann aber auch also wir schauen halt wirklich, dass wir es auch wirklich zu einem fairen Preis schaffen. Uns geht es wirklich darum, wenn du das bei uns kaufst, es soll einfach das kosten, was das Produkt wert ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und da ist es halt manchmal wirklich sehr schwer, dass du, es gibt nämlich zum Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber einen größeren österreichischen Hersteller bei Müsli, da zahlst du für Müslis in Mischungen, im Bio, das Dreifache manchmal von einem deutschen Produkt, die es sogar in Demeter Qualität schaffen würden. Also das ist theoretisch eine bessere Form vom Bio-Bau. Und da ist halt dann die Frage, ist das wirklich so gescheit, das jetzt den Kunden zu verkaufen als das super Produkt, und du weißt aber genau, im Endeffekt zahlst du eigentlich nur einen Aufpreis, weil sie es halt schön vermarkten. Und da versuchen wir halt ein bisschen auch dagegen zu tun. Bio soll einfach, für mich ist es einfach so wichtig, Bio soll einfach das kosten, was es wert ist. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, es ist ein bisschen mehr Risiko, somit ist auch ein bisschen ein gehobener Preis gerechtfertigt. Und ein kleinerer Ertrag wahrscheinlich auch. Natürlich. Ja. Mittlerweile haltet sich das sogar schon bald in Grenzen, würde ich sagen. Natürlich nicht in jeder Kultur, aber in einigen kommt man schon ziemlich nah ran. Aber es sind einfach manche Sachen einfach natürlich, weil die Biobranche das natürlich super vermarktet hat. Über Jahre ist da eine ziemliche Philosophie dahinter, ziemlich schön aufbauscht. Aber alles kann ich selber so nicht mittragen, muss ich sagen. Und da ist mir dann Regionalität lieber. Und dass das Produkt, wenn ich weiß, okay, ist der Bauer geht wirklich sorgsam mit dem um. Und wenn halt einmal gespritzt gehört, aber es wirklich fachmännisch gemacht wird, dann ist es auch für mich okay. Mir ist es so lieber, eben als spanische Äpfel zum Beispiel oder so, wenn es bei uns in Massen da sind. Aber eben, du sagst, Lebensmittel müssen ihre Wertigkeit haben. Wir haben letztens über Zahlen gesprochen, prozentual vom Einkommen. Da hast du coole Zahlen gesagt gehabt. Vor 20, 30 Jahren haben wir noch dazu rund 20-25% von unserem Einkommen für Lebensmittel ausgegeben. Na, sogar mehr, 35%. Und jetzt sind wir bei 8%. Also ich glaube, das nicht nur wegen Bio jetzt mehr wertschätzen, sondern grundsätzlich Lebensmittel wieder mehr wertschätzen. Ich würd auch sagen, unsere Lebensmittel wären viel zu wenig geschätzt. Ich würde sagen, früher bei uns genauso, weil eben du gehst jetzt in einen größeren Supermarkt, würde ich sagen, dann stehst du jetzt davor, du hast dir vorgenommen, du kochst was, kaufst für alles an, dann kriegst du natürlich jetzt aber nur ein Kilo Kartoffeln. Dann stellst du das hin, kochst, also ich glaube, das kennt jeder von uns, dann kommst du ins Abstellkammerl und
nach zwei Wochen denkst du, okay, was riecht da so komisch? Dann sind es die Kartoffeln zum Beispiel, weil du einfach drauf vergessen hast. Und dann wird wieder was weggeschmissen und wieder und wieder. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren ziemlich häufig der Fall gewesen. Und jetzt vielleicht durch auch die Corona-Krise vielleicht ein bisschen wieder mehr in den Fokus gerückt, dass man doch vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgehen und doch ein bisschen mehr aufpassen und nicht einfach alles gleich wegwerfen. Jetzt hast du vorher schon erwähnt, den veganen Käse aus Ilmit. Wenn du jetzt so über dein Sortiment so drüber denkst, was ist auch ein exotisches Produkt, das in der Nähe von uns bearbeitet oder hergestellt wird, wo du gedacht hast, arg, dass das bei uns gibt? Ja, zum Beispiel die Aronia-Beeren. Die werden in Ilmitz auch anbaut. Aronia-Beere ist eigentlich eine nordamerikanische Frucht. Schmeckt ähnlich wie Brombeere, würde ich sagen. Und das habe ich zum Beispiel, bevor ich die nicht kennengelernt habe, hätte ich mir das nicht vorgestellt, dass das bei uns so wächst. Das ist ein Superfruit. Da wachsen dann wieder die Haare, da wird es schlank, da kriegst du solche Muskeln. Da werden Saft und Sirup oder sowas. Genau, ja, Saft, Sirup haben sie. Okay. Verschiedenste Marmeladen, glaube ich, haben sie auch noch. Ich bin ja von der Dimension beeindruckt, da lokale Firma Bio-Landgarten vom Bio-Soja, in welcher Dimension das mittlerweile hergestellt wird bei uns. Das ist ja auch ein beeindruckender Zahn mittlerweile und wie die wachsen. Stimmt das? Kiwis, wenn jetzt mittlerweile im Burgenland, oder Oliven, habe ich jetzt gehört, wenn wir Bäume jetzt im Burgenland schauen. Aber ich weiß noch nicht, ob die Bäume tragen, aber von denen habe ich auch schon gehört. Aber das dauert ja, ich glaube, 8 Jahre oder so, bis sie das erste Mal tragen. Die Ausdauer muss man mal haben, oder? Das muss man sich einmal das vorstellen. Ist die Klimaerwärmung, die da für uns arbeitet. Im Burgenland geht die Sonne auf. Das sonnigste Bundesland. Darum kommt ja auch das beste Gemüse von dort. Ja. Das kaufe ich zum Beispiel immer beim Bauernmarkt jeden Samstag. Gemüse aus dem Burgenland. Da steht eben, glaube ich, dein Zulieferer. Genau, ja. Der Graf ist doch ein Größer. Ich finde die Paprika einfach grandios, die Spitzpaprika, die gelben, oder grünen, die sind die besten, die es überhaupt gibt. Also ich würde auch sagen, das ist... man schmeckt einfach den Unterschied doch. Und die Oliven, die sind auch beim Brucker Bauernmarkt, die Kalamata. Ich glaube, er zieht mich hin und wieder über den Tisch vom Preis her, weil jedes Mal jetzt was anderes und gebe ihm immer das gleiche Glas. Aber manchmal ein bisschen mehr, manchmal ist weniger. Man muss in Kauf nehmen. Ja, und der Käse, ja, der ist auch grandios. Wo kaufst du eigentlich her, Baumi? Außer jetzt bei der Tankstelle, über kein Semmelgach, beim Schnäppchen vorbeifahren. Ja, also in Wirklichkeit ist es so, dass man in meiner Hinsicht so sagen muss, ich kaufe sehr selten so einen Haushaltseinkauf ein. Ich bin viel unterwegs und meistens geht es da gleich um das fertige Produkt. Aber natürlich, ich habe eine gewisse Affinität dafür entwickelt, dass man lieber ist, ist es aus der Umgebung. Und in meiner Laufbahn habe ich doch einige Menschen auch kennengelernt, die Produzenten sind. Und warum soll man dann wirklich irgendwas kaufen, was aus der Ferne ist? Und essen gehe ich auch was Schönes. Ja, die Wirtschaftlichkeit unterstützt. Wo hast denn du deine Eier her? Also die Eier zum Beispiel kriegen wir aus Bachfurt, von den freilaufenden Händeln vom Speckler Alexander. Es ist auch ein super, super System in der Landwirtschaft mit den mobilen Stellen mittlerweile, die wirklich überall aufgestellt werden können, wo sie eigentlich gerade hinpassen, auf welche saftige Wiese. Ich würde sagen, auch in der nächsten Zeit werden sicherlich auch sehr viele interessante Sachen noch in der Landwirtschaft, mit dieser freilaufenden Stelle und so, sind sehr viele interessante Neuausrichtungen, würde ich sagen, in der Tierhaltung auch. Und ich glaube, so, da wird sich sicher noch einiges tun in der nächsten Zeit. Da tut sich nicht für eine Landwirtschaft, oder? Mir kommt so vor, da ist so ein bisschen so ein Generationswechsel da. Auf jeden Fall. Und dass sie da viel in eine andere Richtung entwickeln und neue Sachen ausprobieren. Du hast gesagt, nach der Schule, also nach dem Bundesjahr, ich habe da daran denken müssen, nach dem Bundesjahr ist man die Schinken gewohnt, da ist man gleich in der Landwirtschaft auch gerne zu Hause. Entschuldigung, bist du in Bruckneidorf in der Kaserne gewesen? Ja, ich war im Bruckneidorf. Heimspiel, oder? Dort wohnen und. Sagen wir mal so, die ersten vier Wochen, wenn es nicht wirklich nur am Wochenende, am Sonntag raus darfst, war es ein bisschen eine Qual, wenn du runtergeschaut hast und dein Haus gesehen hast vielleicht und da dachtest, aber im Nachhinein muss ich sagen, das Bundesheer doch war eigentlich im Rückblick jetzt eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit. Aber der Betrieb von deinem Onkel, hast du glaube ich gesagt, ist was für ein Betrieb? Also wirklich rein nur Ackerbau. Okay. Wir hatten zwar ein paar Tiere, also wir haben ein paar Hektar in Ungarn auch und da waren ein paar
Tierchen auch immer wieder, aber jetzt, ich bin, sagen wir mal so, das ist doch nochmal was anderes. Also Tierhaltung, jeder, der es macht, Hut ab, das ist nochmal was ganz anderes. Wie denkst du darüber, also wir haben das auch schon öfters, glaube ich, diskutiert, dass dieses Shared Gardening und auch Shared Farming ist ein Thema. Und wir haben ja zum Beispiel aus Bahndorf die Presichburm, also einen der Burschen da gehabt. Und da haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, oder haben wir es privat gesprochen. Zwei waren da. Genau. Der Sebastian wahrscheinlich, mit dem war ich beim Bundesheer. Nein, der Sebastian war nicht da, sondern der Franz Peter und der... Falscher Fuß. Ja. Presich. Gut. Ja, Presich, einfach die Igos. Die Igos. Zwei von den Igos waren da. Nein, es geht darum, da haben wir, ich glaube, wir haben es privat besprochen oder haben wir es im Podcast besprochen, egal, es ist darum gegangen, gemeinsam Tiere einzusperren. Also in positiver Ansicht. Also man sich die Kosten teilen, das Futter, die Haltung und dann praktisch die Möglichkeit haben, sein eigenes Tier bis zu mästen und dann halt auch weiter zu verarbeiten. Glaubst du, wird das in Zukunft vielleicht eine Möglichkeit sein, dass man das sagt? Oder werden sie die Menschen eher lieber die Tiere vakuumiert oder hergerichtet? Ich glaube, das ist ein bisschen ein schwierigeres Thema. Natürlich, ich würde sagen, es hat ziemlich viele Vorteile, wenn du selber siehst, einmal, was wirklich dahinter steckt. Wie es wirklich bei dir am Teller liegt eigentlich. Was da für Lieferketten sind, was da für Aufwand eigentlich betrieben wird, dass wirklich der Schnitzel auf deinem Teller liegt. Und natürlich dann noch einmal den Respekt davor zu haben, den Tier dann eigentlich das Leben zu nehmen, weil das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich würde sagen, die 90% von uns verschließen ja eigentlich eher so den Gedanken daran, weil im Endeffekt, wenn was vor uns am Teller liegt, ist auch irgendwo gestorben vorher. Und da hat er das mit Respekt und allem, ich glaube, da geht man dann nochmal ein bisschen anders an die Sache ran, wenn man das doch auch einmal so miterlebt hat. Weil so ist es jetzt eigentlich, wenn man das beim Sparen nimmt und so, ich glaube, du hast nicht wirklich so den Gedanken dahinter, was eigentlich davor war. Es ist einfach da. Aber wenn du dann wirklich Schritt für Schritt alles machen musst und dann auch mit zerlegen und so, ich glaube, du kriegst einfach viel mehr Gefühl wieder dafür, für die Sache und natürlich auch die Wertschätzung natürlich auch dann auch wieder, dass das halt wirklich ja was Wertvolles ist. Da war halt ehrlichere Fleischkonsum. Zum Beispiel bei der Jagd immer das Thema gehabt. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist dann sicherlich nochmal was anderes. Aber die Jagd ist sicherlich das Höchste, so was man beim Tierwohl, würde ich sagen. Aber ja. Ich glaube, es ist auch sehr vermessen. Wir sind ja sehr auf das bedacht oder na, bedacht haben wir überhaupt nicht. Ich würde eigentlich das Umgekehrte sagen. Es ist so selbstverständlich, dass man Dinge einfach haben kann. Und ich habe das letzte Mal zum Beispiel gedacht, bei der Masse, die man braucht, um einfach uns alle durchzufüttern, was das für eine Industrie ist, wo da in Wirklichkeit einmal das zu stemmen einmal eine Problematik ist und ich mir nicht wissen, was auch oft getrickst wird in die Richtung. Also wir haben ja den Thomas Scherhofer und den Patrick Bayer da gehabt und einmal vom Fleischgeber und was weiß ich was alles. Was seine Spritzen. Ja, genau. Sein, und diese Dinge, also diese Maschinerie, die da dahinter ist. Oder wir haben auch zum Beispiel einmal gesprochen mit bist du auf musikalisch, was hörst du gerne? Eigentlich quer durch die Bank. Ja, aber so Festivals und sowas kennst, da gibt es ja diese Rockfood, der Ludo, okay. Ludo's Catering. Ja, vielleicht das hast du schon mal gesehen. Dann mit dem haben wir einmal schon gesprochen. Und er hat gesagt, er verkauft so viele Chicken Wings. Mhm. Und er hat gesagt, das Händel hat ja nicht nur das hat ja nur zwei Flügel. Ja. Da bleibt ja noch was anderes auch über. Also und wir sind ja eigentlich verhältnismäßig ein kleines Land. Ich werde ja nicht wissen, was in Amerika das für ein Lamp an Super Bowl für Chicken Wings verkauft werden hat. Auf jeden Fall. Also das ist eine riesige Maschinerie, das kann man sich also nicht vorstellen. Und das wirklich einmal bewusst zu durchleuchten und einfach sagen, okay, ich bin einfach jetzt gewohnt, dass ich egal was es ist, jetzt da kaufen kann. Und was da dahinter steht, also ich finde das sehr spannend, wenn man sowas verkauft. Wollte aber eigentlich was anderes sagen. Du bist ja rein Händler. Mhm. Wie sehr schaut es rechtlich aus? Was ist in deiner, ich meine, klar, du musst die Kühlkette wahren, du musst schauen, dass das gut gelagert ist. Prüfst du dich oder wie soll ich sagen,
sicherst du dich ab bei Produkten, die du anbietest, ob das wirklich so ist, dass nicht irgendwann einmal einer sagt, na, das ist ja gar nicht Bio oder irgendwelche Sachen? Ja, natürlich. Also zum Beispiel in der Biobranche ist es natürlich so, wenn du Produkte kaufst, dann hat der Verkäufer natürlich auch ein Bio-Zertifikat, das ist alles zertifiziert. Somit haben wir mit dem natürlich kein Problem, weil der Verkäufer ist natürlich dafür zuständig, dass er halt dann auch wirklich beweist, dass das biologisch ist. Also da haben wir jetzt eher weniger damit zu tun, aber natürlich die gesundheitlichen Sachen, natürlich Hygiene und alles, haben wir natürlich immer strenge Kontrollen. Und das EU-Biologe gar nicht so leicht zu bekommen. Also der Zertifizierungsprozess ist schon nicht ohne. Da muss man schon viel offenlegen und herzeigen und die Regelmäßigkeit, die man überprüft wird. Genau, also das kann ich auch selber sagen, weil ich habe eine Landwirtschaft nebenbei auch noch, also einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und auch die Biokontrollen, also die sind jetzt nicht so, wie sich einige manchmal gerne auf Facebook, sagen wir mal, so hinstellen, dass du jetzt dorthin kommst, du trinkst 3 Bier mit ihm und er geht wieder. Also das sind wirklich schon sehr streng dahinter. Natürlich, dann kommt natürlich auch am Kontrolleur darauf an, ob es ein bisschen, einer legt ein bisschen strenger aus, der andere so. Aber das ist jetzt nicht so leicht, also dass du da einfach jetzt willkürlich irgendwas aufziehst und es interessiert auf der einen Seite keiner, weil das ja eigentlich auch eine Branche so ist. Also die Kontrollen sind, also die Kontrollstellen generell sind da wirklich schon sehr darauf bedacht, dass das wirklich auch hinhaut. Also die Kontrollen sind jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, ja, da fürchten sich schon manchmal einige davor. Mhm. Ja, und auch aufwendig grundsätzlich. Darum glaube ich auch schon, dass kleine Betriebe oft einfach Angst vor der Bürokratie und vor der Verwaltung dann dahinter oft haben und den Umstieg nicht wagen. Nur damit sie eigentlich ein Logo drauf bekommen, obwohl sie sogar die Philosophie oft schon leben. Genau, ja. Also es gibt wirklich einige, die vielleicht schon die Philosophie leben. Oder der Puckerbier zum Beispiel, das beste Beispiel. Bauen in einer Biobrauerei, somit die dürfen nur Bioprodukte dort verwenden. Und können sich aber die Zertifizierung auf der einen Seite, also können sie sich nicht leisten einfach, weil die für produzierende Firmen natürlich nochmal um einiges teurer sind. Und das ist halt dann wiederum eigentlich schade um diese verlorenen Kunden, weil das Produkt wirklich spitze ist. Und wenn es natürlich nicht in Relation steht zu dem, was die Zertifizierung und so und was das Bier dann kosten wird, das sind halt dann Sachen, wo ich halt finde, da sind halt leider dann wieder die Sachen eben, dass der Biomarkt doch sehr kostspielig ist und es trotzdem noch sehr viel ums Geld geht. Ich glaube also in der Wein- und Bierkellerei, dass da noch sehr viele verstaubte Reglements sind. Also wir haben ja unseren eigenen Spritzer abfüllen lassen und wenn wir uns da genau damit beschäftigen, wir haben es eigentlich eh fast für den Eigengebrauch verwendet. Keinen Cent verkauft. Absolut. Wir haben es eigentlich eher selbst. Haben wir auch ein Kellerbuch eintragen lassen müssen und melden müssen. Und diese Dinge sind halt natürlich, glaube ich, nicht so einfach. Und da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren müssen. Was ich jetzt rechtlich jetzt meine, dass das eher die Wertschätzung, dass sich jemand diese Arbeit antut, dass man da in die Richtung was unternimmt. Es ist ein schmaler Grat zwischen Kontrolle und Überbürokratisierung, sage ich mal. Weil man möchte schon sagen, wenn ich was kaufe und da steht drauf, es ist Bio, soll es auch Bio sein. Aber man muss auch den Garten die Möglichkeit geben, sich für diesen Prozess, sage ich mal, zu bewerben. Auf jeden Fall. Es ist ja auch generell dieser Dschungel an den verschiedensten Logos und Zertifikaten. Das ist einfach ein Horror theoretisch, weil wenn du einkaufen gehst, das habe ich ziemlich lang auch nicht gewusst, jeder große Hersteller zum Beispiel, wenn der Zucker reduziert oder was auch immer oben steht, das ist ja alles nicht überprüft. Du kannst, so wie du lustig bist, eigentlich drauf losdrucken. Das ist ein Slogan, ein Claim. Ja, also das ist ja eigentlich so, du müsstest dir so viel Zeit nehmen, auch beim Einkaufen selber und dann noch einmal die Verpackung umdrehen und das Gütesiegel und das Gütesiegel. Und dann aber auch selber vielleicht noch einmal herumforschen, dich in diesem Dschungel auskennen, welches Gütesiegel ist jetzt wirklich überprüft, was ist staatlich anerkannt, was ist vielleicht einfach nur draufdrückt für die Werbung. Das ist ja wirklich eigentlich auch dann so ein Horror. Du müsstest dich eigentlich mit der Materie wirklich so beschäftigen, dass du da wirklich dann auch gezielt so kaufst, wie du das brauchst und was halt wirklich dann das drinnen ist, was suggeriert und nicht nur die Österreich-Fahnen am Fleisch, beim Discounter und dann ist es halt vielleicht nur zerlegt in Österreich und alles andere nicht. Am meisten skeptisch, und vielleicht machen wir jetzt keine Freunde, aber bin ich gegenüber dem Fairtrade-Logo. Ich habe mir die Bilanz von denen angeschaut, also wie viel Geld davon, den Subventionen eigentlich, die an die lokalen Bauern Afrikas, also im Falle Kakao geht, da rennt größtenteils eigentlich alles ins Marketing hinein und nicht so an den Bauer per se. Vielleicht kriegen wir jetzt Anzeige bei mir.
Aber und der nächste Etikettenschwindel. Du hast ja nur gemutmaßt. Der nächste Schwindel, das ist so dieses Vortäuschen falscher Ehrlichkeit. Dieses Fairtrade-Logo gibt es mittlerweile, wenn ein Fairtrade-Logo drauf ist, heißt es All That Can Be. Also alle Zutaten, die da drin sind, sagen wir jetzt bei der Naschsache, Schokolade, Zucker und, muss fair gehandelt sein. Und jetzt gibt es das Fairtrade Sugar Program zum Beispiel. Das schaut genauso aus wie das Fairtrade-Logo, aber es wird nur der Zucker fair gehandelt. Kakao ist dann kein Thema mehr. Und das ist schon ein bisschen so dieses Vortäuschen falscher Tatsachen. Da habe ich schon ein bisschen Probleme damit eigentlich. Ja, ich glaube, in die Lebensmittelbranche ist eine der, wo es wahrscheinlich am meisten vortäuscht wird, oder eine der größten Industrien, wo sehr viel herumtrickst wird und vielleicht, wo wir denken, was drin ist, wahrscheinlich gar nicht drin ist. Also eben, es gibt ja auch eine ganze Berufsgruppe, die sich eben die mit dem Fleischkleber und so einfach nur mit der Essenszusammenstellung beschäftigen und wo kann man vielleicht noch ein bisschen was sparen, wo kann man vielleicht noch ein bisschen paar Gramm Zucker rausnehmen und Wasser ersetzen, weil Wasser kostet fast nichts. Das ist echt grausig manchmal. Was aber für die Kleinen, sage ich mal, ein Riesenproblem ist, das haben wir im Kaffeehaus zum Beispiel stark mitbekommen, die Etikettierungspflicht, die kommt, Verpackungspflicht, da neu aufgekommen, wo man richtig alles ausweisen muss. Und meine Eltern haben immer diese Schokoladenhasen zum Beispiel gemacht. Und mein Vater ist kleiner Zuckerbäcker, der tut seinem Computer grundsätzlich schwer und ausdrucken und sowas, und der dann irgendwann einen Hut drauf gehabt, weil zum Beispiel das Eischicken, die Schokolade zum Analysieren lassen, was ist jetzt wirklich ganz genau drinnen, also Mikronährstoffe etc., Spuren von Nüssen und solche Sachen, hätte die Analyse mehr gekostet, als was wir Schokolade eigentlich verkauft hätten. Und somit gewinnt dann der Großhandel, der dann die Schoko-Nikoläuse und Hasen in Masse produzieren kann, und der Kleine in Wahrheit verliert, weil er einfach den bürokratischen Prozess dann gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Das ist natürlich sehr schade, wenn das so rennt. Aber es ist halt leider eben die großen Konzerne natürlich, die werden immer größer. Es ist auch in der Landwirtschaft so eine Entwicklung, die vielleicht nicht optimal ist, aber die Großen werden immer größer und die Kleinen fallen irgendwann weg, weil wahrscheinlich vor ein paar Jahren hast du noch, sagen wir mal, 15 Hektar braucht zum Überleben. Ich würde sagen, in 5-6 Jahren brauchst du 30 oder wenn nicht noch mehr. Also somit, es wird langsam aber sicher halt immer schwerer für die Kleinen, wenn du nicht ebenso wie vielleicht wie die Marlene und der Dings eine super Nische findest, mit den Fischer zum Beispiel, und dich da wirklich in eine Nische reinsetzt und dort dann wirklich aufzeigen kannst. Jetzt haben wir vorher Marketing angesprochen, zwar im negativen Sinn von Fairtrade, aber dein Marketing, wie schaut das aus? Wie erfahren deine Kunden und die Fans praktisch, was du neu im Sortiment hast, oder wenn saisonale Artikel sind, wie magst du das bisher? Also wenn wir ganz ehrlich sind, dann machen wir das eher sehr schlecht, weil Marketing sind wir, das ist noch eine unserer größeren Baustellen. Aber wenn, über natürlich unsere sozialen Kanäle, so wie es ja natürlich jeder gewohnt ist, das brauchst du mittlerweile als Unternehmen heutzutage. Aber da sind wir sicher noch, da haben wir einen ziemlich großen Aufholbedarf. Du sitzt richtig. Aber Mundpropaganda ist, also man hört viel von euch. Ja, ich hoffe nur Gutes natürlich, aber ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen einen Namen gemacht und da versuchen wir natürlich weiter alles zu geben, dass das noch besser wird und dass wir natürlich auch noch viel mehr auf die Kundenwünsche eingehen können. Aber natürlich als Kleiner tust du das natürlich auch ein bisschen schwer. Das war auch immer ein bisschen, ja, sagen wir, Fehler ist es nicht, aber meine Gutherzigkeit, dass ich dann bei vielen Sachen nicht Nein sagen kann. Dann haben wir natürlich auch dann einmal, weiß ich nicht, Sachen bestellt für eine Kundschaft und dann sitzt auf kartonweise Sachen und brauchst es eigentlich nicht mehr. Das ist halt auch so ein bisschen ein Lernprozess, den man da ein bisschen durch. Was macht ihr mit den Lebensmitteln zum Beispiel, die man jetzt nicht mehr verkaufen kann und die übrig bleiben? Gibt es da so auf Kommission was zum Zurückgeben? Oder? Also im Lebensmittelbereich gibt es eigentlich die wenigsten Sachen auf Kommission mittlerweile. Natürlich so Wein und so, das was wirklich lang haltet, gibt es normal schon auf Kommission. Aber die ganzen verderblichen Waren, natürlich verbrauchen wir, was halt geht in der Familie, das halt natürlich da bei uns bleibt. Und das alles andere spenden wir an die Tafel. Also wir haben da jetzt nie was Großes draus gemacht, sondern das bringen wir halt am Samstag, wenn was da ist, geht das zur Tafel im Bruck und dann ist die Geschichte für uns erledigt. Also bei uns wird jetzt nichts weggeworfen, was nicht unbedingt sein muss. Natürlich beim Gemüse, was wir natürlich haben, gibt es halt hin und wieder Geschimpelte, die muss halt natürlich entsorgen. Aber eigentlich schaffen wir es. Also mit so kompostiert und fertig. Also genau, kommt, ja, das zurückgeführt. Das wird halt wieder zurückgeführt in den Boden eigentlich. Also von dem her haben wir eigentlich eine ziemlich hohe Wertschöpfung. Und da versuchen wir wirklich, also ich könnte mich jetzt nicht an irgendein Produkt erinnern, das uns nicht vielleicht runtergefallen ist, was wir weghaben müssen. Also wenn du, sagen wir jetzt,
Oberpräsident, Superkanzler wärst auf der Welt, was würdest du in der Industrie am liebsten ändern, in der Lebensmittelindustrie? Was sind so die ein, zwei, drei Punkte eventuell, wo du ansetzen würdest? Ja, auf jeden Fall, dass die Preisverhandlungen sind natürlich für, ich meine, ich schätze mal, jeder Bauer wird das kennen, die ganzen Großen, die Preisverhandlungen sind halt eine Katastrophe. Und natürlich auch eben, dass die Leute eben diese ganzen Wege kennen. Also weil wenn es jetzt zum Beispiel, einige Leute werden es normal finden, aber für mich zum Beispiel ist es unverständlich, dass Leute das so für sich normal finden, dass beim Lidl in Aktion vielleicht das Fleisch dann um 3,99 das Händler das anboten werden kann. Wie soll sich das denn ausgehen? Der Händelbauer mit dem Futter, alleine was das kostet, dann kommt das vom Bauern ja wahrscheinlich zum Metzger noch, außer er kann es selber verarbeiten. Dazwischen hast du die Lieferketten mit LKW und du hast den Handel auch noch, der natürlich die größte Prozent vom Gewinn einstreift. Somit, wie geht sich da irgendwas aus? Was ist das für eine Qualität? Und das ist, finde ich, für mich, also das wäre eines meiner Hauptthemen, die ich angehen würde, würde ich sagen. Wobei, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast, aber seit der Corona-Zeit ist Fleisch und besonders Geflügel relativ teuer geworden. Und das haben die Leute eigentlich hingenommen. Ja, auf jeden Fall. Aber hingenommen ist halt die Frage, ob das jetzt das wirklich das Richtige dann auch dafür ist. Also hingenommen jetzt in dem Sinn wirklich auch gut ist. Die Frage einfach ist, wo dieser Mehrpreis dann gelandet ist, ob er einfach im Handel geblieben ist oder ob es auf den Produzenten auch weitergegeben wurde. Das ist natürlich die andere Sache. Also ich glaube, wir drei wissen fast die Antwort auf die Frage. Das ist halt leider. Vermutungen. Wir haben uns jetzt schon bei Fairtrade ein bisschen weit aus dem Fenster gelernt. Es ist halt sehr schwer, dass du, das ist wirklich so fair bei den Großen. Natürlich haben die ihre Kosten, aber wenn ich jetzt sehe, wenn du im Seewinkel unterwegs bist und die neuen Bilder heraussprießen siehst und so, dann denkst du, okay, so schlecht kann es ihnen nicht gegangen sein über Corona. Und aber im Gegenzug dann hörst du vielleicht bei den Verhandlungen mit den Mitarbeitern, naja, 3% mehr Gehalt, das geht sich nicht aus, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist noch Corona. Aber in jeder dritten Gemeinde wird der Biller abgerissen und neu gebaut oder was auch immer. Das ist für mich halt einfach, das ist halt einfach die Prioritäten wiederum nicht so gesetzt, wie ich es zum Beispiel persönlich gern hätte. Mhm. Wobei man sagen muss, diese Strategie mit dem Neubauen natürlich auch mit dem Konzept der Supermärkte sehr verändert hat. Also es gibt ja keinen, also jetzt als typisches Beispiel, jede Filiale hat ja aus dem Grund auch Großteil umgebaut, weil sie ja eine Backbox oder eben frisch gebackenes Gepäck haben, weil natürlich die Nachfolgegeneration des örtlichen Bäckers nicht mehr das Geschäft übernommen hat, sondern einfach nach Wien pendelt und einen anderen Job macht. Und ich glaube, dahingehend ist halt das Konzept des Supermarktes als Nahversorger eben angepasst worden und optimiert worden, wie man so schön sagt. Tankstellen machen ja das mittlerweile ja auch, oder? Es gibt ja schon Backshops in Tankstellen. Ja, natürlich, ja. Das ist natürlich sicher auf jeden Fall auch ein Grund, aber nur, ich schätze mal auch, dass der, warum die Leute dann vielleicht andere Jobs dann gewählt haben, weil sie wahrscheinlich von den Eltern schon gesehen haben, okay, die Luft wird immer dünner, weil zwei Bäcker in der Ortschaft und dann hast du vielleicht fünf größere Supermärkte mit Backboxen, da wird wahrscheinlich dann die Luft auch immer dünner werden. Und ich glaube, das hat halt auch wiederum, also es hat halt immer, es zieht halt immer konsequent mit sich, ob man das halt jetzt so gut findet oder nicht, das ist halt die eine Seite, aber natürlich, es hat sich natürlich einiges getan und ich glaube, die Lebensmittelbranche generell und jedes Geschäft, das wird immer das wird nie starr sein, also das wird sich immer bewegen. Du wirst nicht starr an einer Linie 20 Jahre zum Beispiel halten können. Und von Generation zu Generation wird sich das eben auch anpassen. Mhm. Ebenso wie wir vorher geredet haben in der Landwirtschaft, dass sich da jetzt einiges tun wird mit der neuen Generation, vielleicht auch mehr wieder noch mehr in die Richtung Technologie. Wird sich das auf jeden Sektor ändern wahrscheinlich oder halt in sehr vielen und drum würde ich sagen, ist halt auch wieder. Ja, ja, in Wahrheit hat jeder Konsument selbst in der Hand mit dem Kassabon.
Ja, nicht mehr, oder? Schwierig, ja. Schwierig. Ja, aber das würde ich selbst auch sagen, dass das sehr schwierig ist. Wirklich ein Reichtum, glaube ich, für mich ist es, wenn du beim Einkaufen bei den Lebensmitteln nicht überlegen musst, was gebe ich dafür aus. Das die ist so richtig Dummheit ein ist ja eigentlich das Sparen beim Essen und beim Trinken bei den Lebensmitteln. Weil ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, Outlet Center, wo die Menschen schlangenweise stehen und dann sie Markenkleidung kaufen um zig hunderte Euro. Genau. Also das. Gerade, natürlich schauen wir deshalb so aus, aber gerade das Essen und das Trinken ist das, was du unmittelbar dir selbst Gutes tun kannst. Weil, wenn wir uns ehrlich sind, es ist ja schlussendlich egal, ob du mit einem oder mit einem irgendwo von A nach B fährst. Das Produkt dasselbe ist, du fährst von A nach B. Aber wenn du was isst und wenn du irgendein gepanschtes Fleisch kaufst, das eigentlich aus Esel, Pferd und sonstige Sachen zusammengesetzt ist, dann muss man eigentlich zum Umdenken anfangen. Und das ist halt einfach das Komische bei der ganzen Sache, dass man da in die Richtung, dass die Menschen da nicht drauf achten, oder wahrscheinlich viele schon, aber die drauf achten, werden dann eher mit dem Preis gestraft, dass das, was man eigentlich sich unmittelbar Gutes tun kann, das Essen und das Trinken und die Lebensmittel sind. Auf jeden Fall, aber ich glaube, das sind halt auch die Prioritäten wieder von jedem Menschen anders, weil eben, so wie du gesagt hast, es gibt welche, die stehen mit dem größten SUV vom, jetzt sagen wir mal, Discounter. Und wenn aber in der Werkstatt sagt, okay, das Öl gehört einmal gewechselt, kostet gleich einmal vielleicht 60, 70 Euro, also jetzt einmal, sagen wir mal, bei den bisschen teureren Autos, und dann kaufen sie aber beim Hofer das Olivenöl um 1,99 und freuen sich, weil es in Aktion war, ist halt die Frage dann, ja, wo setzt der Mensch die Prioritäten an? Und das muss halt jeder für sich entscheiden natürlich. Und eben, da kann jeder seinen Beitrag dazu leisten. Und eben für sich selber herausfinden oder für sich selber in dem Reinen sein, was er halt gern hätte. Wo er spart und wo er vielleicht doch ein bisschen mehr in die Hand nimmt. Und ich glaube, so wie du vorher richtig gesagt hast, wir können unser Körper, wenn wir zwei Sachen vielleicht ein bisschen steuern können für unser Leben, dann ist Sport und das ist unsere Ernährung. Und ist halt die Frage dann, was uns halt, ob es das dann natürlich wert ist oder nicht. Aber ich selbst sich selber zum Beispiel, also ich bin nicht Raucher, aber letztens habe ich für meinen Papa Zigaretten holen müssen. Ich meine, was das kostet schon mittlerweile, was sich da ausgehen wird bei manchen. Ich verstehe es natürlich, dass alleinerziehende Mutter, da tust du dir einfach sehr, sehr schwer, dann, wenn du jeden Cent umdrehen musst und überlegen musst, was zahle ich nicht. Dann, und es ist ja eigentlich auch traurig, dass das dann so jetzt schon natürlich ist und dass die Gesellschaft da auch hingehend sich so ein bisschen spaltet, dass man dann auch bei den Lebensmitteln und so, dass man dann auch gar nicht eigentlich die Chance hat dazu. Das ist ja eigentlich das, was so eine eigentlich wirklich erschreckend ist, wenn wir darüber nachdenken. Aber weil du das Rauchen angesprochen hast, am meisten muss man eigentlich immer abhauen über die Menschen, die diese USB-Zigaretten rauchen. Also zumindest eine Chick, die hat wenigstens irgendwann einmal ein bisschen an Nikotin gesehen oder an Tabak, aber diese Flüssigkeiten, die du da in diese Zigaretten reingibst, in diese Geräte sind sie eigentlich, die USB-Geräte, das kann ja wirklich nicht gesund sein. Also das hat ja nie irgendwas gesehen, von dem es schmeckt oder so. Angeblich ist es gesünder als die Zigaretten. Also, die ganze Giftstoffe Rauchen ist im Allgemeinen nicht gut. Jetzt da wir uns mit einer Pandemie herumquälen, weil die Lunge davon eben angegriffen wird und dann da mal irgendwelche synthetischen Stoffe inhalieren. Ich verstehe schon hin, das ist eine 20er-Rauchende Runde. Aber lass mal eine Sucht, bitte. Ich muss sagen, ich bin kein Nichtraucher. Also ich kann das nicht beurteilen, aber den Marketingmenschen, den würde ich gerne kennenlernen, weil ich glaube, der könnte uns auch weiterhelfen, der das vermarktet. Nur Setting. In Amerika ist jetzt zum ersten Mal seit langem wieder mal die Quote der Raucher wieder raufgegangen. Okay. Jetzt hat sie die Rauchindustrie hat sie bei Netflix etc. eingekauft. Also wenn man das beobachtet, in Serienfilmen wird wieder geraucht. Ja, die machen einfach einen Rückblick in die 80er Jahre und da wird einfach bei jeder Gelegenheit geraucht. Also auch bei Avatar ist geraucht und am Raumschiff. Es hat einiges mitzeit haben an der Produktion. Ja. Haben wir noch eine Frage an den Lukas? Fragen über Fragen. Aber im Endeffekt ist es ja immer so, dass wir eine zweite Runde immer ankündigen. Und vielleicht ist es ja die Möglichkeit, die wir ja angesprochen haben, das wirklich im Zuge
von einem, wie soll ich sagen, Outdoor-Drehs. Koch-Showdown. Eine Koch-Showdown, genau richtig, wo wir Produkte zusammenfassen, wo wir dann die schon bei uns zu Gast gewesenen Köche zu Rate ziehen. Und wir sind heute halt eher die Esser, wie man uns das ansieht. Wie wenn wir werden das einfach dann beurteilen. Aber wenn man mitkochen, dann schon. Ja. Auf jeden Fall, das hört sich sehr spannend an. Ja. 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 Dann ein großes Danke auf jeden Fall fürs Kommen. Danke für die Einladung. Kommen. Wir werden dann auch nachbesprechen. Ich glaube, wir haben einmal einen kurzen Überblick über das gegeben, was dein Werk ist, was du machst, im Eco Plus Park. Okay. Unter jedermanns -laden.at. Genau, richtig. Kann man deine Webseite besuchen, da sind auch die Öffnungszeiten drauf und genau, auch ja, der Online-Shop und ganz wichtig, deine Werte, die du vertrittst. Und das ist ganz wichtig, die Integrität und einfach auch die Regionalität, das hochgehalten wird. Und in diesem Sinne freuen wir uns, dass es eben Menschen in unserer Umgebung gibt, die etwas zu sagen haben und wieder bei uns am Tisch sitzen und über ihr Unternehmen, über ihre Idee oder ihre Passion sprechen. Gerne uns auf YouTube folgen, Spotify folgen, alle anderen Podcast-Plattformen, die da sind. Gerne auf Plattendreh auf Facebook folgen. Wir versuchen, so weit wie möglich rauszustreuen. Und ein großes Dankeschön noch einmal für deine Ideen, für deine Inputs, die du uns heute geliefert hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Und Dankeschön. Wir sehen uns ein zweites Mal. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch.